Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum nächsten Vortrag. Ich kann vieles unterstützen, was bisher gesagt wurde. Ich muss aber auch vielem widersprechen. Ich möchte diesen Vortrag so aufbauen, dass ich aus der Praxis Ihnen berichte. Ich coache seit über 20 Jahren Frauen aus ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen. Das sind einerseits Studierende, Abgänger von Universitäten, Abgängerinnen, die einen Job suchen, Wiedereinsteigerinnen, aber auch Karrieren, Top-Karrieren. Und nicht nur Frauen. Alles, was ich über die Macht weiß, weiß ich auch von den Männern, weil sie natürlich im Coaching aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich habe so ein Nebenohr da immer offen und habe all diese Jahre diese Mechanismen gehört, zu Beginn sehr verwundert gehört. Ich bin ja Psychotherapeutin und Wirtschaftscoach, Pädagogin von der ersten Ausbildung her und habe mir manchmal gedacht, naja, die muss man alle therapieren. Denn das, was die erzählen, wie ihre Arbeitswelt ist, wie ihre Mechanismen funktionieren, das ist einfach krank. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das nicht so krank ist, wie es manchmal aussieht und wie viele Frauen mir auch erzählen, dass sie es erleben, sondern dass vieles davon einfach sehr gut funktioniert. Und diese Erkenntnisse, wie sehen Männer die Macht, wie gehen sie damit um, was haben sie entwickelt? Ja, nicht, weil sie so böse sind oder weil sie so dumm sind oder weil sie sich selbst oder anderen schaden wollen. Sie haben Dinge entwickelt, die in einem gewissen gesellschaftlichen Zusammenhang funktionieren, funktioniert haben und vielleicht jetzt nicht mehr so gut funktionieren. Und ich möchte diesen Vortrag von unten aufrollen. Ich habe folgende Themen mitgebracht. Zuerst ganz kurz zu sagen, was ist Machtkompetenz? Wozu brauchen wir die überhaupt? Wir reden doch immer nur von Sozialkompetenz. Wieso jetzt auf einmal Machtkompetenz? Haben Frauen davon weniger als Männer? Und wenn ja, wer ist schuld daran? Sind die Männer schuld? Verhindern sie die Frauen? Wollen sie ihre Machtpositionen einfach nicht aufgeben? Oder sind die Frauen selber schuld? Wer ist schuld im Sinne von verantwortlich? Und dann aus dem letzten Buch herausgegriffen, die Fragen, die sich mir in den letzten Jahren gestellt haben, gibt es Trends in der Frauenpolitik, in den Medien, in dem, wie wir umgehen mit der Frauenfrage, die den Frauen eigentlich mehr schaden als nutzen. Und dann möchte ich Sie natürlich nicht so traurig zum Dinner gehen lassen, sondern auch noch ein paar Anmerkungen bringen, wie man das ändern kann. Erste Antwort: Macht ist nicht so negativ, wie es für viele am Anfang aussieht. Machtkompetenz ist nämlich der tabuisierte Teil der Sozialkompetenz. Und Sozialkompetenz steht in jeder Stellenanzeige. Es wird enorm viel davon geschrieben. Sozialkompetenz brauchen Sie nicht nur in den sozialen Berufen, sondern auch, wenn Sie verkaufen. Sie brauchen sie im Vertrieb, Sie brauchen sie in der Führung, Sie brauchen sie in der Politik. Sozialkompetenz ist einer der Begriffe, der einen fulminanten Aufstieg gemacht hat in den letzten Jahren. Aber wenn man fragt, was versteht man darunter, dann würden viele Menschen lauter Soft Skills aufzählen. Sie würden sagen, gut zuhören, fördern, respektvoll miteinander umgehen, harmonisches Klima schaffen. Das heißt, Sozialkompetenz hat sich zum Kuschelkurs etabliert. Und wir leben aber in einer konkurrenzorientierten Welt und da geht es nicht immer so. Denn was tun Sie denn, wenn Sie es schon gesagt haben und gebeten haben und es passiert trotzdem nicht? Wie eskalieren Sie denn? Und hier kommen wir in das Tabu, in den Bereich hinein, wo es um Macht geht, um Konkurrenz geht, um Durchsetzung geht. Nur das darf man nicht laut sagen. Das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, Machtkompetenz eigens zu benennen. Was ist es nun? Es gibt unendlich viele Definitionen, denn Macht ist ja ein transdisziplinäres Thema. Sie können das in der Geschichte, in der Soziologie finden, in der Psychologie finden, in der Politologie finden, in den Kommunikationswissenschaften finden. Und aus meiner Sicht ist Macht die Fähigkeit oder das Vermögen, einen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen.
Als Psychotherapeutin und Coach geht es mir darum, dass Sie morgen Ihre Macht schon anders einsetzen können als heute. Und zwar besser und im besten Sinne, darum heißt es ja auch Kompetenz, mit Verantwortung und ethisch legitimiert. Machtkompetenz bedeutet also, sich durchzusetzen gegen einen Widerstand. Solange niemand was dagegen hat, gegen das, was Sie wollen, brauchen Sie keine Machtkompetenz, denn dann machen Sie es einfach. Aber wenn jemand was dagegen hat und Nein sagt, dann müssen Sie aus der Werkzeugkiste etwas herausnehmen, um sich durchzusetzen. Und interessant ist, dass Menschen, die eine höhere Machtkompetenz haben, Chancen auf friedliche Austragung von Konflikten erhöhen. Man glaubt immer, wenn jemand machtkompetent ist, das ist dann so ein Mensch, der über Leichen geht und mit Ellbogen und nur mehr sich durchsetzt. Das ist nicht so. Aber dieses Tabu hat diesen Beigeschmack. Ich habe jetzt gehört, es gibt ein Gerücht in Wien, das heißt, die Bauer Jelinek soll ja privat ganz nett sein. Das liegt daran, dass allein schon, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, man sich denkt, ja, da kommt jetzt eine daher und das ist ganz furchtbar. Nicht, dass ich nicht manchmal furchtbar bin, aber nicht immer. Machtkompetent zu sein heißt, Machtspielchen zu verringern oder sie zu durchschauen und adäquat beantworten zu können. Und es heißt aber auch, einen Kampf führen zu können. Da muss ich mit meinen psychotherapeutischen Kollegen oft harte Diskussionen führen, denn wenn es um gewaltfreie Kommunikation geht, dann ist immer die Frage, ja und was ist dann, wie geht es dann weiter, wenn es nicht geschieht, wenn Sie aber Ihre Ziele trotzdem erreichen müssen. Dieses Tabuisieren und Verneinen von Situationen, von Realitäten kann uns nicht weiterhelfen. Und was auch interessant ist, man muss sich auch wieder versöhnen können und nachhaltige Beziehungen schließen können. Sonst kann man nicht zusammenarbeiten. Wenn man nur immer mehr Fronten aufmacht, dann kann man das nicht überleben. Macht spielt sich immer in einem Umfeld ab. Es gibt keine Macht im luftleeren Raum, sondern es sind immer die Spielregeln der Gesamtgesellschaft, die bestimmen, welche Machtinstrumente wie wirken, welche toleriert sind, welche akzeptiert sind, welche hoch im Kurs stehen und welche nicht hoch im Kurs stehen. Es ist ein Unterschied, ob Sie im realen Sozialismus ein Stahlkombinat geleitet haben als Frau oder ob Sie in einem kleinen Dorf in der Region einen Bauernhof führen. Das ist ein großer Unterschied. Das politische System bestimmt die jeweiligen Spielregeln. Und jetzt haben wir Wirtschaftskrise und Wertewandel und hier ändern sich diese Spielregeln gerade dramatisch. Ganz kurz zusammengefasst, die Kulisse, auf der sich das abspielt. Die Wirtschaft hat sich verändert von einer sozialen Marktwirtschaft zu etwas, was wir Neoliberalismus oder Marktfundamentalismus nennen, von der Realwirtschaft zur Finanzwirtschaft, Privatisierung, Wachstumszwang und der Wettbewerb, der in der Krise noch stärker ist. Das finden wir vor. Und diejenigen unter Ihnen, die schon länger auf der Welt sind, die wissen noch, wie es vorher war. Die erleben das. Wenn ich mit jungen Menschen arbeite, die schauen mich dann oft so groß an vom Wertewandel und sagen, wovon spricht sie, so als würde ich von einem anderen Kontinent kommen. Aber die anderen können sich noch erinnern. Die haben diese Veränderung selbst erlebt. Das ist ja noch nicht so lange her. Die Auswirkungen sind dramatisch. Die Spielregeln verändern sich im Unternehmen immer rascher. Es geht immer schneller. Die menschlichen Werte gehen zunehmend verloren. Ehrlichkeit wünschen wir uns alle, aber sehr oft haben wir schon erlebt, dass sie einem sogar schadet. Kooperative Kommunikationsstrategien werden überall gelehrt, aber sie wirken nicht mehr immer. Und unter Bedrohung, wenn Kündigungen ausgeschrieben sind, kämpft jeder gegen jeden. Wenn es heißt, in diesem Unternehmen werden 3000 Menschen, wird die Belegschaft reduziert, dann wissen sie, wie es da drinnen zugeht. Und nun kommt der Begriff Ohnmacht ins Spiel und hier sehr oft Gefühle von Frauen, aber zunehmend auch von Männern. Hier stelle ich fest, dass in den letzten 10 Jahren die Gefühle von Männern in der Arbeitswelt sich immer mehr denen annähern, die Frauen bisher hatten. Idealistinnen fühlen sich oft ohnmächtig, sie glauben, dass sie selbst schuld wären und sie haben diesen Wertewandel noch nicht realisiert. Sie verwechseln strukturelle Probleme der Organisation mit individuellen. Da beginnt das Coaching oft
mit dem Satz, mein Chef ist so ein Idiot. Das mag schon sein, dass der eine oder der andere nicht persönlich oder fachlich nicht ganz integer ist, aber sehr oft ist es nicht so, dass es der Vorgesetzte ist, der das Problem hat. Sehr oft hat dieser Vorgesetzte oder diese Vorgesetzte Ziele, die sie erreichen muss, also immer hat sie das, aber die Art und Weise, wie sie das erreichen, passen halt nicht mit den Werten zusammen. Und die meisten dieser Menschen verhalten sich nicht entsprechend den jetzt geforderten Spielregeln und wundern sich dann über ihre Misserfolge. Ganz kurz angedeutet, wie kann es weitergehen, weil das ist, was ich immer gefragt werde natürlich von Journalisten. Wenn ich es wüsste, ginge es mir gut. Sie können heute im Internet und in den einschlägigen Publikationen alles vorfinden. Das System zerstört sich selbst, Wirtschaftskrise, Staatenkollaps immer wieder an der Tagesordnung. Das System macht einfach so weiter, dann müssen wir zu sparen beginnen für Bildung, wenn wir gerade das Kind geboren haben. Oder die Emanzipation Europas, das ist die Hoffnung stirbt zuletzt, davon ist aber noch nicht viel zu merken. Und nun zum Kern. Machtkompetenz wird deswegen immer wichtiger, weil die Macht nicht mehr geparkt ist in den Institutionen, sondern immer weiter auf das Individuum heruntersinkt. Und da hat sich die Frage gestellt, oder das ein Nebenprodukt der Beobachtung, gehen Frauen und Männer mit Macht unterschiedlich um? Und gibt es ihn, den kleinen Unterschied, gibt es ihn noch? Verändert er sich, so wie die Kollegin vorhin erzählt hat, wie sich die Jungen und die Mädchen äußern und wie lange sich diese doch immer wieder Stereotypen halten? Erste Frage, ist die Macht männlich? Da fasse ich zusammen, was wir alle ständig lesen, was wir sehen, was sich uns darstellt. Es ist das European Council, aber es ist heute nicht viel anders. Wenn wir genau schauen, entdecken wir noch die eine oder andere Frau. Die eine, die hier hervorsticht, tut das aufgrund eines falschen Dresscodes, aber es ist trotzdem immer wieder Gruppenbild mit Dame. Und je mehr die Krise zunimmt, je härter der Konkurrenzkampf oder der Kampf oder sogar der militärische Krieg wird, umso mehr sind die Männer gefragt und auch immer noch im Vordergrund. Und es gibt diesen Unterschied. Selbst wenn man heute gar nicht mehr so viel sprechen darf von diesem Unterschied, solange wir nicht klonen, gibt es ihn. Männermacht ist also offensichtlich, Männermacht ist institutionalisierte Macht, Männer haben die Funktionen, alles was aufgezählt wurde, ist Männermacht. Meine Frage war dann, wo ist die Frauenmacht? Fragen Sie sich selbst, wo ist die Frauenmacht? Jetzt habe ich gerade geschaut, ob die Spinne, die da über meinen Laptop kriecht, ob Sie die auch sehen oder ob nur ich so fasziniert dahin schaue. Ich hoffe, es ist keine vergessene Tarantel, aber sie verlässt gerade das Feld. Die Frage war, ist die Macht weiblich? Wo ist die Frauenmacht? Ich habe die Frauen gefragt in den Seminaren, in den Vorträgen, wo sehen sie ihre Macht? Da kommt zuerst nicht viel. Da kommt so, naja, wir haben keine, wir hätten aber gerne eine. Wir sitzen irgendwie zwischen den Welten. Es kommt sehr viel Unklares. Ich habe es umgedreht und habe die Männer gefragt, wo sehen Sie denn die Frauen mächtig? Was glauben Sie, was gekommen ist? Auch wie vorhin schon angedeutet, die alten Stereotype. Die Macht der Mutter und der Schwiegermutter. Die Waffen der Frau, ein großes Tabu, das jetzt mit der Sexismusdebatte ganz stark aufbricht. Welche Macht üben Frauen aus über ihre Sexualität? Wie werden Frauen einerseits behandelt, aber wie nutzen sie auch diese Macht? Darüber wird sehr wenig offen und rational diskutiert. Und ganz wichtig, die Frauen als die besseren Menschen. Die Frauen sind das bessere Wesen. Die Frauen sind moralischer, sie sind sozialer, sie sind dem Leben näher. Das geht, das mein letztes Buch, Der falsche Feind, beginnt so, dass ich zusammengefasst habe, was in den Medien alles stand zur Wirtschaftskrise.
Die Krise ist eine Testosteronkrise. Wenn Frauen an der Macht gewesen wären, dann wäre diese Krise nicht gekommen. Frauen könnten die Wirtschaft menschlicher machen, Frauen könnten sie sozialer machen. Wenn Frauen an der Macht wären, wäre alles gut oder besser. Diese, gleich die erste Botschaft für Ihre Liste, diese Bürde würde ich mir als Frau überhaupt nicht umhängen lassen. Die Frauen sind das bessere Wesen, und wenn wir uns anhorchen, warum die Frauen in Führungspositionen kommen sollen, dann haben wir sehr oft eine Argumentation, die mich total erstaunt. Als jemand, die aus der zweiten Welle der Frauenbewegung der 70er Jahre kommt und sich sehr dafür eingesetzt hat, dass Frauen die gleichen Rechte haben, muss ich jetzt hören, dass wir zuerst gesagt haben, Frauen können genau dasselbe, und jetzt sollen wir es auf einmal anders machen. Jetzt sollen wir auf einmal weibliche Eigenschaften hervorkehren und das alles retten, die Trümmerfrauen der Moderne sein, das alles retten, was die Männer an die Wand gefahren haben. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich denke mir oft, dafür haben wir uns nicht eingesetzt. Also diese Frauenmacht gibt es, aber wir werden dann auch gleich sehen, wie wir sie einordnen können. Traditionelle Bilder. Komplementäre Machtverteilung nennt man das, wie wir schon gehört haben, wo wir herkommen. Frauen in der Innenwelt, Männer in der Außenwelt. Und die jeweiligen Eigenschaften haben die Geschlechter dazu entwickelt. Ich lasse mich nicht darauf ein, ob das angeboren ist, ob das genetisch ist oder anerzogen ist. Darüber streitet die Wissenschaft genug. Ich werde nur feststellen, dass es so ist. Diese sogenannten weiblichen Eigenschaften, die wir in der Führungsliteratur finden, und die männlichen Eigenschaften, die zunehmend kritisiert werden, das sind die Eigenschaften, die sie in der jeweiligen Welt brauchen. Sie brauchen in der Innenwelt andere Eigenschaften als in der Außenwelt. Und das war halt in einer komplementären Arbeitsteilung aufgeteilt. Die Frauen in der Innenwelt, die Männer in der Außenwelt. Und deswegen haben wir überhaupt männliche und weibliche Eigenschaften. Vielleicht denken Sie ganz kurz mal an 5 weibliche Eigenschaften. Wir werden es nicht drüber sprechen, wir sind keine Selbsterfahrungsgruppe, aber denken Sie mal an 5 weibliche Eigenschaften und denken Sie an 5 männliche Eigenschaften. Und im Allgemeinen, wenn wir das vergleichen, kommt bei den weiblichen Klischees heraus die gute Mutter mit kleinen erotischen Einsprengseln, je nachdem wie lange man fragt. Bei den Männern kommt nicht der gute Vater. Das wäre doch die Analogie, dass man sagt, okay, männliche Eigenschaften sind der gute Vater. Die Überschrift über den männlichen Eigenschaften ist der Krieger und der Kaufmann. Und damit haben wir bereits diese Weltentrennung, die uns allen selbstverständlich ist aus der Geschichte her klar auf dem Tisch. Zunehmend wird diese aber kritisiert, und in der Geschichte kann man sagen, es ändert sich mit der Industrialisierung. Es ändert sich nicht, weil die Frauen 5000 Jahre lang unterdrückt waren und plötzlich vor 100 Jahren einen Geistesblitz hatten und sagten, hoppala, wir wollen ja auch arbeiten und wir wollen auf die Universität und wir wollen dasselbe machen wie die Männer. Es ändert sich mit der Einführung der Technik, mit der Einführung der Geburtenkontrolle, dass Frauen überhaupt in der Lage und freigespielt waren, in diese äußere Welt hinauszugehen. Damit wird diese Hausfrau wird abgewertet, die Frau des Hauses wird abgewertet zur Hausfrau. Die alte Frauenmacht wird unsichtbar und Macht ist nur noch das, was Männer machen. Weil Frauenmacht, das ist irgendwie retro. Das ist entweder verborgen oder es ist die alte Muttermacht und das wollen wir nicht mehr. Die Frauenbewegung fordert den Machtausgleich. Und ab dann geht das los, was wir die erste Welle der Frauenbewegung nennen, Wahlrecht, Recht auf Bildung, alles das, was wir kennen. Und das, was wir jetzt uns vorstellen, unter diesen Machtbereichen, sieht ganz anders aus, obwohl das vorher auch 2 Hälften waren. Halbe-halbe hätte ja, so wie es vorher dargestellt war, auch funktioniert. Das heißt, eine Hälfte Innenwelt, eine Hälfte Außenwelt, die beiden ergänzen sich. Dazu dürfen sie sich aber eben nicht scheiden lassen, sondern müssen mit Erhaltungspflicht aufeinander angewiesen sein. Heute haben wir ein anderes Bild.
nämlich 2/4, 2/4. Wir tauschen ja nicht die Hälften, sondern wir wollen jeweils von der anderen Hälfte ein Viertel. Wir wollen das Viertel der Männer. Die Männer wollen nicht ganz so gern unser Viertel, aber die jungen Männer zunehmend. Und, das muss ich auch sagen, als Machtexpertin angeschaut, wir haben es den Männern auch ziemlich vermiest, unser Viertel zu wollen, weil wir sind hergegangen und haben gesagt, das ist so furchtbar zu Hause, da fällt einem die Decke auf den Kopf, das ist überhaupt kein erfüllendes Programm, ich muss hinaus. Warum sollen die Männer hinein wollen, wenn wir dauernd hinaus wollen? Das war marketingtechnisch nicht sehr schlau, aber das ändert sich jetzt mit der Zeit, weil die jungen Männer erkennen durchaus, welche Vorteile es hat, dieses Frauenerwerbsleben und diesen Entwurf eines Frauenlebens zu führen. Wie sieht das aus? Kleiner Überblick, Frauen in der Erwerbstätigkeit in Europa nahezu gleich viel wie die Männer an Köpfen, nicht an Arbeitsstunden, ist auch schon gesagt worden. Die Möglichkeit der Frauen, alles zu erreichen. Sie können heute außer Päpstin oder Imamim alles werden. Das heißt, Philharmoniker, das Militär, die Feuerwehr, die Sportarten, sie haben die Möglichkeit, alles zu werden. Das Recht steht ihnen zu. Sportarten, was Frauen alles nicht durften, Saxophon spielen durften sie nicht. Alle diese Bereiche haben wir uns geholt und erobert. Ein bisschen anekdotisch, wie sieht das aus mit der Hälfte, wo die Männer in die Innenwelt sollen? Ich erinnere mich noch an die 80er Jahre und es gibt auch jetzt immer noch große Proteste, die Frau als Sexualobjekt in der Werbung. Damals war der Grund genannt, weil so viele Männer Artdirektoren sind. Heute sind 80% der Artdirektoren in der Werbung weiblich und wir haben den Mann als Sexualobjekt dazu bekommen. Es ist nicht die Frau verschwunden, sondern wenn Sex sells, wenn das stimmt und die Frauen das Geld haben, dann hat man jetzt die Männer zugerichtet. Man musste dafür ein bisschen umbauen in der Körperlichkeit. Man musste aus dem Bierbauch ein Sixpack machen, damit das überhaupt funktioniert. Aber ernsthaft gesprochen ändern sich auch dadurch die Krankheiten. Wir haben Essstörungen bei den Männern. Wer mit jungen Männern zu tun hat, der weiß, dass die können nicht in der Badehose dorthin gehen, weil da müssen sie zuerst trainieren und sie haben dieselben Ansprüche an den Körper, den früher nur Frauen hatten. Nächste Möglichkeit, seit es Männerzeitschriften gibt, können auch Männer ihre Karriere mit falscher Kleidung verhauen. Das war bis jetzt ein Vorrecht der Frauen. Den Dresscode falsch zu wählen, das war bis jetzt immer Frauensache. Die Männer haben von der Erstkommunion an gewusst, wann ist Anzug mit Krawatte oder Marschall Pflicht. Und das ist gegangen von der Erstkommunion über die Firmung bis zur Hochzeit und ab dann war es internalisiert. Seit wir Männermagazine haben, die ihnen sagen, heuer ist groß kariert modern und Flipflops mit Bermudas sind businesstauglich, seither haben sie dieselben Probleme. Männer mit Kindern, das nimmt deutlich zu. Die Langzeitstudien von Professor Zulehner zeigen diese neuen Väter, sie zeigen die Bereitschaft, mehr für kleine Kinder zu tun. In meinem Haus, wo ich die Praxis habe in Wien, ist ein Kinderarzt. Ich sehe jährlich mehr junge Väter mit den kleinen Kindern auch zum Arzt gehen. Also sie sind nicht mehr nur Sonntagsväter, sondern sie übernehmen auch diese Verpflichtungen. Wo sich wenig tut, sind Männer und die Betreuung ihrer eigenen alten Verwandten. Nicht im Zivildienst, nicht in den Berufen, sondern wir werden dieses Problem ganz stark bekommen. Wer wird unsere alten Eltern pflegen, versorgen, nicht nur besuchen, sondern wer wird Verantwortung übernehmen? Da kommt viel auf die Männer zu, so viel wie in den 70er Jahren mit den Kindern. Die egalitäre Machtverteilung hat das soziale Geschlecht auf den Plan gebracht. Sie fordert die gleiche Aufteilung für Männer und Frauen in der Familie und im Beruf. Und damit haben wir einen fundamentalen Ansatz, der jetzt unreflektiert aus meiner Sicht immer wieder gefordert wird. Denn es ist jetzt nicht mehr das Recht,
in den jeweils anderen Bereichen tätig zu sein, sondern der Zwang. Frauen und Männer müssen daher die Spielregeln aus beiden Welten beherrschen, wenn sie das wollen. Und ob dieser Zwang sinnvoll ist, darauf werde ich gleich noch eingehen. Wir stehen an dem Punkt, dass wir Grenzen erleben. Die gläserne Decke ist allseits bekannt in Frauenveranstaltungen. Ich habe mir erlaubt, dazu analog den Begriff der gläsernen Wand für Männer dazu zu fügen, denn wenn wir dieses Bild von den Welten hernehmen, dann kommen die Frauen nicht über diese gläserne Decke in die Top-Positionen und die Männer kommen nicht ganz in die Familienaufgaben hinein. Sie dürfen die Mineralwasserkisten schleppen, sie dürfen den Müll runterbringen, aber sie dürfen nicht eigenständig entscheiden, wie das Kind jetzt ernährt wird. Und wenn sie zweimal zu oft zu McDonald's gehen und nicht biologisch kochen, gibt es Aufstand zu Hause. Das heißt, sie sind nach wie vor ausführende Organe zu Hause und nicht eigenständig und oft nicht einmal gleichwertige Diskussionspartner. Und nun komme ich zu der Begriffsverwirrung und zu dem, was ich in den letzten Jahren deutlich beobachtet habe und was mir große Sorgen bereitet. Es entsteht in der Kommunikation über Frauenthemen eine starke Begriffsverwirrung. Chancengleichheit ist erreicht. Wenn ich sage, Chancengleichheit ist erreicht und wir haben Diskussionsrunden, schlägt mir immer gleich ein wildes Buh entgegen, aber wo soll denn diese Chancengleichheit sein? Chancen heißt, Sie haben die Chance, wahrnehmen müssen Sie selbst. Das heißt nicht, Sie bekommen einen roten Teppich und dann ist alles gleich. Gleichberechtigung ist erreicht. Sie haben in allen Gebieten die gleichen Rechte. Wahrnehmen muss man, wenn es um Freiheit geht, diese selbst. Die anderen Begriffe, die hier zurzeit sehr stark verwendet werden, sind Gleichstellung, Gleichverteilung und Quoten. Das sind andere Forderungen. Das sind mathematische Forderungen, die sagen, es müssen überall 50% Frauen oder 50% Männer in Karenz sein. Und dieser Gedanke ist mir völlig, also wie es mir aufgefallen ist, der ist aus meiner Sicht vollkommen unsinnig. Denn er negiert die Verbindung zwischen Männern und Frauen und er negiert die Transferleistungen und er macht uns alle als Sklaven einer mathematischen Formel. Dann müssen die Männer zu Hause sein, dann müssen die Frauen erwerbstätig sein zu 100% und das, und da bin ich wieder bei meiner Vorrednerin, eben Vollzeit. Was ich anregen möchte, ist zu hinterfragen, macht es Sinn, diese Forderung nach gleicher, statistischer, gleicher Verteilung aufrechtzuerhalten? Und welche politischen Forderungen müssten es sein, die mehr Freiheit für beide Geschlechter ermöglichen? Dann könnte es nämlich zyklische Arbeitszeitmodelle geben, dann könnte man 5 Jahre zu Hause sein. Und auf der anderen Seite höre ich diese Forderung, das wäre ganz innovativ, wenn aber jemand sagt, er möchte 3 Jahre in Karenz bleiben, altes Modell, großer Aufschrei. Diese Paradoxien ziehen sich zurzeit durch die Diskussion durch. Und hier erlebe ich auch, dass immer mehr in den Medien, in den Publikationen, in den Diskussionen die Männer als Feindbilder aufgebaut werden. Das hatten wir schon mal in den 70er Jahren, das wurde dann deutlich besser, als diese Freiheit möglich war und ich höre jetzt einen Backlash in dieser Richtung. Die Männer verhindern die Frauen, die Männer wollen ihre Positionen nicht aufgeben. Die Männer haben ja 5000 Jahre Patriarchat und die haben das eigenständig erfunden und die unterdrücken die Frauen. Frauen hingegen werden diese Glorienscheine umgehängt, das sind die sozialen und moralischen Wesen, die jetzt alles retten werden. Und die Frauen, das muss ich auch aus der Praxis sagen, büßen für viele überzogene Forderungen der Frauenpolitik in ihren persönlichen Karrieren. Das heißt, da wird nicht drüber geredet, aber ich sehe es ja bei den Bewerbungen, ich sehe es ja bei den Verläufen der Karrieren, dass ich höre ja auch, was die Männer dann sagen und das nicht immer ganz zu Unrecht, dass viele Forderungen nicht mehr realitätsbezogen sind, sondern das Geschlecht über alle anderen Kriterien drüber stellen.
Und dann muss sich logischerweise eine Männerbewegung bilden, die sagt, ja, jetzt machen wir das auch. Und die wollen wir Frauen dann wieder auch nicht. Und damit kommen wir in einen Double Bind, in eine Sackgasse, die so verheerend ist, dass ich eben auch dieses polemische Buch Der falsche Feind schreiben musste. Folgende Fragen, das wären auch schon die Fragen, die dann zur Diskussion führen. Sind die Geschlechter gleich oder unterschiedlich? Da muss man sich jetzt bitte mal deutlicher äußern. Eine Zeit lang hat es geheißen, das ist das soziale Geschlecht. Männer und Frauen sind bis auf die Biologie im Grunde genommen gleich. Männer können genauso gut in Karenz gehen. Sie hören das Kind, wenn es schreit, auch wenn sie den Wecker nicht hören, aber sie sind in der Lage, ein schreiendes Baby zu hören. Frauen sind in der Lage, Raumfahrerinnen zu werden, Konzerne zu leiten, Bundeskanzlerin zu werden. Es geht für beide beides. Und jetzt höre ich wieder, Frauen sollen ihre Frauenkultur einbringen. Bitte, was ist das? Frauen sollen jetzt auf einmal gute Mutter im Vorstand sein oder als Aufsichtsrätin soziale Aktionen setzen, wenn sie eigentlich für die Gewinne zuständig sind. Das kann nicht funktionieren, das ist ein Unsinn und eine Sackgasse, in die wir uns mit der Geschlechterfrage zurzeit bewegen. Der nächste Punkt ist, haben Frauen in all diesen 5000 Jahren keine Mitverantwortung an den Systemen gehabt, auch wenn sie nicht in offiziellen Positionen waren. Wir müssen unterscheiden zwischen formeller Macht, da sind die Männer alle in der Funktion, so wie ich sie gezeigt habe, und informeller Macht. Können Sie sich bitte vorstellen, dass Männer auf die Dauer gegen Frauen regieren können? Können Sie sich einen Minister vorstellen, einen Kanzler vorstellen, einen Firmenchef vorstellen? Haben die keine Ehefrauen, keine Mütter, keine Schwestern, keine Töchter? Können die gegen Frauen regieren? Das hat nicht funktioniert und das ist auch nicht so. Dass es Missbrauch gibt, dass es Gewaltkulturen gibt, darüber kann man gesondert diskutieren. Das hat aber nur scheinbar aufgrund dieser äußeren Macht etwas mit dem Geschlecht zu tun. Und eine meiner zentralen Thesen ist der Kampf der Geschlechter, nicht vielleicht ein Scheingefecht, weil die wirklichen Probleme, nämlich die aufgehende Armutsschere, die immer größeren Gruppen, auch in Europa der armutsgefährdeten Menschen, das eigentliche Problem sind. Und ich kann Ihnen eines sagen, Frauensolidarität ist eine unsinnige Forderung. Die Frau des Millionärs wird sich nicht mit ihrer Raumpflegerin solidarisieren. Und sie hat ein Interesse daran, dass der Mann Millionär bleibt. Und sie hat kein Interesse daran, von ihrem Status etwas abzugeben. Diese Solidaritätsforderung nach dem Geschlecht ist ein Unsinn. Und gleich noch was aus dem Nähkästchen geplaudert. Es wird immer so getan, als müssten die Frauen endlich frauensolidarisch sein, weil die Männer männersolidarisch sind. Die sind nicht männersolidarisch. Das kommt nur aus der Vergangenheit, weil bisher Männer in den Funktionen waren. Männer sind pragmatisch, die machen das, was ihnen nützt. Und wenn ihnen Frauen nützen, dann werden jetzt Frauenvorstände werden und wenn ihnen Männer genützt haben, dann waren das bisher Männer. Es ist aber nur so, dass viele Frauen ihnen nicht nützen. Zusammengefasst ist der Punkt dieser: Macht ist außerhalb der Biologie und der Ideologie geschlechtsneutral. Es ist schlicht und einfach ein Mittel. Spielregeln werden vom politischen System bestimmt und nicht vom Geschlecht. Was funktioniert und dass Frauenthemen gerade ziehen, hängt mit dem politischen System zusammen. Das hängt nicht damit zusammen, dass wir Frauen plötzlich seit 100 Jahren aufgewacht sind. Und beide Geschlechter brauchen natürlich aufgrund dieser Zweiviertel-Zweiviertel-Geschichte neue Kompetenzen für den Einsatz. So, und so sieht das aus, wenn die Zweiviertel gleich auf die Geschlechter verteilt werden. Und das war auch schon früher so. Wenn Frauen in der äußeren Welt eine Funktion hatten, das ist eine Schiffamtsfrau aus dem Salzburgischen, dann hatten die gleiche Statuspunkte. Ich nenne das immer Statuspunkte oder so wie ein Gewicht auf der Waage. Die schauen doch gleich aus, weil sie gleiche Macht haben. Heute mit dem Dresscode, ich pflege dann die drei
Möglichkeiten zu nennen, mit denen Frauen sich falsch anziehen können. Sie können, wenn sie den Dresscode wählen, entweder ausschauen wie die Gattin des Generaldirektors, haben Sie ein Bild, oder Sie können ausschauen wie die Sekretärin des Generaldirektors, haben Sie auch ein Bild, oder Sie können ausschauen wie die Freundin des Generaldirektors. Sie sollen aber ausschauen wie die Frau Generaldirektorin, nämlich die eigene, nicht so wie früher, wo die Frau vom Doktor die Frau Doktor war. Dann brauchen Sie eigene Statuspunkte. Das inszenieren die Frauen langsam immer besser. Sie schauen nicht mehr aus wie die Gattin und ich ärgere mich immer, wenn die Frau Obama verglichen wird mit der Frau Merkel und wenn die Frau Bruni verglichen wird mit der Frau de Kirchner. Die sind einfach die einen in Funktion und die anderen sind Gattinnen. Und die Gattinnen haben was anderes zu tun, als die, die selbst in Funktion sind. Und die Hillary Clinton hat das sehr gut inszeniert. Als sie Gattin war, hat sie anders ausgeschaut, als sie kandidiert hat als Präsidentin. Und im anderen Viertel, da haben wir wieder dieses Palmas-Plakat, das schon genannte. Es ist nicht verschwunden. Die weiblichen Artdirektorinnen haben es nachgestellt. Und wir haben die zwei Vierteln wiedergespiegelt. Aus dem Coaching und jetzt zu den Lösungen, die häufigen Fehler, die Frauen machen. Es genügt nicht, gescheit sein, engagiert sein und nett sein. Ist wieder eine Frau für eine Top-Position nach dem Hearing gekommen und hat gesagt, ich glaube, ich war zu nett. Das heißt nicht, dass sie nicht charmant sein sollen, aber lieb sein, den Kopf schief halten und zu sagen, ich tue dir nichts, das qualifiziert sie nicht für Top-Positionen. Bescheiden, abwartend und fürsorglich sein funktioniert auch nicht. Frauen warten viel länger, bis sie mit einer Gehaltserhöhungsforderung kommen. Da sind die Jungs schon lange dort. Die Frau arbeitet zuerst, dann sagt sie, nein, sie ist immer noch zu früh und jetzt geht es der Firma schlecht und deswegen kann ich nicht kommen. Da hat der schon seine erste Vorrückung. Das holen sie im Leben nicht mehr auf. Genderkompetenz nützt auch nichts für die eigene Karriere. Es nützt nichts, wenn Sie mit Quotenforderungen kommen. Manchmal gewinnen Sie damit einen Prozess, aber Sie haben damit meistens auch die Karriere beendet. Die Prozesse, die ich begleitet habe von Frauen, die in Gleichstellungssituationen waren, auf höheren Positionen, können in dem kleinen Österreich nicht mehr wirklich etwas werden. Es hilft nicht moralisieren, Vorwürfe machen, missionieren, alle überzeugen, das alles funktioniert nicht, wenn Sie Karriere machen wollen. Es hilft nicht, wenn Sie Ihre psychologischen und sozialen Fähigkeiten dafür einsetzen, um ständig den anderen zu interpretieren. Bei mir sitzen die Frauen im Coaching und sagen die ganze Zeit, was der sich gedacht haben könnte. Und es kann Ihnen völlig egal sein, was der sich gedacht hat. Wichtig ist, was er tut und wichtig ist, was Sie erreichen. Und dann solidarisieren, andere hineinziehen, auch das funktioniert heute nicht mehr. Vielmehr sollten Sie lernen, und jetzt bin ich ganz auf der praktischen Coaching-Ebene, wenn Sie nicht mehr auf die Männer schauen, was die alles verhindern und was die alles Sie behindern, dann kommen Sie in eigene Kraft, in Ihre eigene Macht. Dann argumentieren Sie statt moralisieren Sie, dann vermitteln Sie den Nutzen. Was hat jemand davon, wenn er Sie anstellen soll? Sie müssen so gut verhandeln, dass Ihr Chef Ihnen freiwillig mehr zahlt in schlechten Situationen. Das muss Ihnen gelingen. Funktion und Person zu trennen. Ich habe, glaube ich, Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, wie die Männer das machen, wenn sie sich in der Sitzung streiten und nachher auf ein Bier gehen. Frauen sind ein Jahr beleidigt aufeinander. Ich bin dann draufgekommen, es streitet sich der Personaler mit dem Finanzer und der Karl geht mit dem Fredel auf ein Bier. Das heißt, diese Unterschiede, das geht immer auf das Wams, auf die Uniform und nicht an die Person. Und wir Frauen sind so stolz auf unsere Ganzheitlichkeit, das sollten wir dort aber bleiben lassen, die schusssichere Weste anziehen und auch immer wieder mal sagen, und wie es da drin ausschaut, geht niemand was an. Da war ich bei den Insignien der Macht, das habe ich schon angedeutet, wie sie ausschauen sollen.
Netzwerke aufbauen. Sie dürfen von ihren Netzwerken was verlangen. Ich frage die Frauen oft, was haben sie für Netzwerke? Die sagen, ich kenne niemanden. Und nachher schauen wir nach, dann kennt der Schwager ist dort und der Bruder ist dort. Und in Wirklichkeit haben sie diese Netzwerke. Hierarchieebene beachten, das mögen die Frauen gar nicht. Die mögen es alle ganz gleich. Das heißt Grabbenkorbphänomen, wenn man Krabben in einen Korb reinwirft, braucht man keinen Deckel, weil wenn eine Krabbe rauskriecht, dann ziehen die anderen sie zurück. So machen das die Frauen. Die Männer machen das anders, die nehmen den auf die Schulter und wenn der oben ist, muss er den anderen nachholen. Das heißt Seilschaft. Und Hierarchien soll man kennen und können. Vitamin statt Virus, sie sollen zum Gedeihen der Organisation beitragen, die Rebellen werden gefunden. Ihre rebellische Energien, und die Frauen haben große rebellische Energien, sollen sie in die politische Arbeit stecken und nicht ihrem Chef auf die Nerven gehen, der kann sich auch nicht rühren. Granit im Bunschkrapferl oder militärisch gesagt die Faust im Samthandschuh. Frauen sind außen oft dann ganz böse, dann haben sie diese Stirnfalten, sind ganz streng, weil sie gelernt haben, sie dürfen nicht so lieb sein und innen sind sie ganz schnell umzustimmen. Machen Sie es umgekehrt, bleiben Sie außen charmant und innen hart. Das braucht weniger Botox und führt schneller zum Ziel. Und zum Abschluss, es gibt keine weibliche Art, einen Elfmeter zu schießen, weil eingangs schon erwähnt wurde, dass wir morgen Fußball haben und alle zurechtkommen, auch die Frauen, die Fußball schauen. Es gibt keine weibliche Art, einen Elfmeter zu schießen. Sie müssen einfach nur ins Tor treffen. Und hier hatte ich jahrelang stehen, sie müssen einfach nur das Tor treffen, bis ein Mann gekommen ist und gesagt, darum wären die Frauen nichts, weil die treffen immer das Tor und nicht ins Tor. Mut zur Macht, damit aus dem Entweder-Oder. Langsam, aber sicher ist es Zeit dafür, diese zwei Viertel umgesetzt werden können, dass Männer auch ein Familienleben haben können, dass Männer auch aus dieser Alleinverantwortung des Ernährers entlassen werden und dass Frauen auch beides haben können. Und das geht nicht mit zweimal Vollzeiterwerbstätigkeit. Danke.